Fans haben erwartet, dass sich Tanja Makaritsch nicht zur Trennung von Julian Klaassen äußert. Erst kurz vor der Bekanntgabe zog sie sich von Social Media zurück. Als Grund gab sie ihre Panikattacken an. Jetzt hat Tanja aber doch ein Statement in ihrer Instagram-Story gepostet. Trotz Urlaub mit der Familie will sie etwas loswerden, erklärt sie. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass ich erstmal etwas Luft zum Atmen brauche und mich in diesem Moment noch nicht bereit fühle zu sprechen. Dennoch habe ich das Gefühl, das hier schreiben zu müssen, obwohl ich gerne ein paar Tage gehabt hätte, um selbst erst einmal in der echten Welt klarzukommen. Mir geht es wirklich nicht gut, aber ich bin dankbar, gerade bei meiner Familie zu sein und bitte um euer Verständnis. Tanja versichert ihren Fans, dass trotz der Trennung von Julienko das Kapitel Social Media für sie nicht abgeschlossen ist und sie weitermachen will. Eine öffentliche Trennung ist etwas ganz Neues für mich und für meine Gesundheit. Und ich bin deswegen sehr vorsichtig und versuche gerade, alles gut zu überstehen. Damit möchte ich kein Mitleid bekommen. Ich muss mich aber jetzt äußern, fährt sie fort. Abschließend bedankt sie sich bei ihren Followern für die Unterstützung und eure Liebe.